Liebe Camperfreaks, da wären wir wieder bei Sun Mobilcars in Markt Indersdorf. Heute mit unserem Special Gast Günni natürlich, Tara, und versus seinem Vorgänger, würde ich sagen, was heißt Vorgänger, inspiriert von dem Projektfahrzeug 1.0 von Sun Mobilcars, haben wir ihn 1:1 hier nochmal stehen, den Günni halt, mit allem drum und dran, mit einem Schnickes, was aber hier bei Dennis Möller, dem Juniorchef von Sun Mobilcars, neu ist, sind die Hubstützen. Also die wollte ich euch jetzt nicht unterschlagen. Also die sind echt cool. Da sitzt der Kerzengrade, der Gute. Aber erzähl mal, Tanja, warum sind wir heute hier? Ja, wir machen den zweiten Videodreh mit Dennis aus einem eigentlich sehr traurigen Grund. Wir werden uns von Günni trennen. Nicht, weil wir ihn nicht mögen oder weil er für uns nicht praktikabel ist, sondern es hat einen ganz banalen Grund. Wir brauchen noch ein weiteres Bett. Und das hat Günni nicht. Deswegen drehen wir heute, weil wir Günni verkaufen möchten. Mehr dazu seht ihr dann im Film. So, hallo zurück bei uns bei Sun Mobilcars hier in Markt Indersdorf. Endlich mal wieder ein Video zusammen mit dem Niklas. Heute geht es um den Knaus, um den MAN Vensation in 640 MEG, Modell 2022/2023. Und ja, da ist er. Ihr habt ihn vielleicht schon mal in den ein oder anderen Video gesehen. Niklas, wir schauen jetzt einfach mal hier vor, weil wir haben ja ein Upgrade. Ja? Und zwar haben wir hier die neuen Alco High 4, also die Hubstützenanlage. Ja, vielleicht kannst du mal hier seitlich vorbeischauen. Ich mache gerade mal die Tür zu. Und dann gucken wir, da war die Fliegenschutztür dabei. Anfängerfehler. Zack. So, und da sehen wir sie. Ja, also hydraulische Hubstützenanlage, total einfach und unkompliziert. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ja, Plastikdach, Tür ist zu. Schauen wir gerade nochmal rüber. Und zwar gibt es eine Fernbedienung. Natürlich mittlerweile auch smart geworden bei Alco. Es gibt auch eine App. Ja. Aber für die, die jetzt ein paar Infos dazu haben möchten, es gibt eine Fernbedienung, ein-, ausschalten. Und dann gibt es hier die Schlafstellung. Da drückt man dann einfach drauf und dann nivelliert der Wagen sich vollautomatisch über die Hubstützenanlage ins Wasser. Und dann steht der Wagen praktisch auf Stelzen, heißt es wackelt nichts und ihr steht eben nicht schief, sondern 100% gerade. So, aber heute und in diesem Video soll es nicht um mein Fahrzeug und auch nicht um die Hubstützenanlage gehen. Heute geht es um, ja, schon das Projektfahrzeug, aber nicht meins, sondern das der Camperfreaks. Du kannst einmal umschwenken, ja. Hier sehen wir sie schon illustriert. Camperfreaks, zwei super nette Kunden von mir, sind heute auch da. Wir sehen sie gleich. Ja, und ich würde sagen, wir schwenken einmal rüber und treffen uns gleich drüben. So, da seid ihr wieder, Tanja. Ja, da sind wir. Schön, servus, Perry. Hallo. Seid ihr gut hergekommen? Ja, wie ja, immer. Aus Frankfurt. Ja. So sieht's aus, und zwar extra für dieses Video, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, oder? Genau, ja? Um dich zu sehen und um das Video zu drehen. Genau. So sieht's aus. So, um was geht's jetzt? Ihr habt ja gerade unseren MAN oder meinen besser gesagt gesehen, und vielleicht zeigen wir das einfach mal. Jetzt steht hier nämlich noch ein zweiter. Ja? Der linke, vielleicht sieht man es jetzt mal schön, Niklas, ist tatsächlich ein bisschen höher, liegt aber jetzt tatsächlich auch an den Hubstützen. Also meiner ist nicht höher gelegt, wäre aber auch eine Überlegung wert. Und eurer ist auf, ja, dem Boden geblieben. Dem Boden der Tatsachen. Dem Boden der Tatsachen. Genau. Und das Coole ist, ihr gebt ja jetzt eigentlich einen Kunden oder einem Menschen da draußen die Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu kaufen. Ja, ja? Genau. Genau. Vielleicht holen wir da die Leute einfach mal kurz ab und klären auf, warum ihr den überhaupt verkauft. Weil es ist ja kein Notverkauf. Nein, und es ist auch kein nicht. Verkauf, weil ihr euch, sage ich mal, nicht wohlfühlt oder so, sondern ihr wollt euch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, etwas vergrößern. Richtig. Richtig. Genau. Aber auch das nicht falsch verstehen. ich will mich vergrößern. Sondern ja. Ganz banale Geschichte. Ja, wir brauchen einfach noch ein Bett, noch ein weiteres Bett. Und ja, das haben wir beim Kauf von Günni nicht bedacht. Der Wohnmobil, sage ich schon. Das Wohnmobil, ja, hat ja einen Namen. Das muss man vielleicht dazu sagen, können wir vielleicht auch in den Titel reinschreiben. Der Wagen heißt nämlich Günni. Richtig. Genau. Ja. Richtig. So. Ja. Und dann war der ja auf dem Caravansalon. Genau. Richtig. Das allererste Mal. Ja. Und hat uns auch sehr gut gefallen. Ja. Ihr wart einen Tag da, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, einen Tag, viel zu wenig. Ja, viel haben zu wenig. Getroffen. Ja. Ja, bei Knaus, leckerer Kaffee übrigens. haben da einfach viele Modelle gesehen. Wir haben auch gedreht halt für unseren YouTube-Kanal. Muss man auch erwähnen, blenden wir auch jetzt direkt ein. Camperfreaks, YouTube und Instagram direkt mal unten in der Videobeschreibung abchecken und abonnieren. Weil das Besondere bei den Camperfreaks ist, die stellen halt viele Camper vor. Ja, ich habe ja das Problem, wir sind ich habe das Luxusproblem, dass wir exklusiver Knaus-Händler und Weinsberg-Händler sein dürfen, aber halt auch keine anderen Marken vorstellen können. Und das ist eben gerade das Besondere bei den Camperfreaks, weil die haben auf der Messe, ihr habt ja auf der Messe den Hümer zum Beispiel vorgestellt, mit diesem
wie heißt der nochmal? Venture. Richtig geiles Auto. Ja. Gefällt mir gut. Also die Idee, mega. Ja. Ja. Ich hatte leider nicht die Zeit, ihn in echt anzuschauen, aber auf euren Videos kann man es eben erleben. Richtig. Ja, und daher Empfehlung, auf jeden Fall mal bei den Camperfreaks vorbeischauen. Aber ihr wart ja nicht nur bei Hümer und auch nicht nur bei Knaus, ihr seid ja auch bei Weinsberg vorbeigelaufen. Richtig, genau. Ja. Genau. Vielleicht kann man da jetzt ein bisschen umleiten, weil ich glaube, da habt ihr euch ein bisschen verliebt. Genau, verliebt. Ja, ja, kann man so sagen, dass wir uns da verguckt haben in den Weinsberg Pepper, Cara, Sweet. Genau. Langer Name, kann ich mir nie merken. Auf Mercedes-Benz. Auf Mercedes-Benz-Basis, genau richtig. Da haben wir uns den angeschaut von drin. Also der war top. Hinten auch die Betten, dass man das schön ausfahren kann. Mit dem Auszug, muss man ehrlich sein, Auszug, ist eigentlich schon besser als beim Mensation gelöst. Also anders. Ja. Anders, ja, also Knaus anders. Und Weinsberg kann man ja vielleicht mal zusammenfassen. Viele wissen es ja auch nicht. Gehören ja zur Knaus Tabat AG. Mhm. Ist eine Gruppe. Mhm. Dazu gehören Knaus, Weinsberg, Tabat, Tepp und Morelo. Knaus ist, sage ich mal, nach Morelo schon das höchste der Gefühle, aber mit Weinsberg schon auf Augenhöhe. Mhm. Ja, der Weinsberg ist im Vergleich zu einem Knaus immer ein Ticken günstiger im Grundpreis, weil beim Weinsberg eben nicht alles Serie ist. Der Knaus hat eine sehr hohe Serienausstattung, dadurch kostet er eben auch ein bisschen mehr. Beim Weinsberg muss man halt vieles dazu buchen. Ja. Aber das Besondere ist, beim Weinsberg gibt es eben den Pepper auf Mercedes. Ja, der MRN auch mega, du bist ihn ja gefahren. Absolut, wir lieben Günni, also wir geben ihn nicht gerne her. Also, so sieht's aus. Ist ganz wichtig. Ja. Dass wir den echt, er sieht cool aus von draußen, er fährt sich super. Also wir hatten sehr viel Spaß, wir mit ihm in Griechenland, war ein Genuss. Mhm. Also wir sind auch echt schlechte Straßen gefahren und es hat alles super geklappt. Ihr braucht aber trotz allem einfach mehr Möglichkeiten, sprich das Hubbett. Genau. Man muss jetzt dazu sagen, es gibt ja den MAN Vansation, wie er hier steht, auch als Van Wave, heißt mit der Welle. Richtig. Aber man macht ja seine Erfahrungen, ihr habt es vorhin angesprochen mit dem Bett. Und da muss man sagen, macht der Weinsberg einen guten Job. Ja. Und da ist, glaube ich, jetzt der in der engeren Auswahl, wo ihr sagt, da wollt ihr euch vielleicht für entscheiden. Definitiv, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir gemerkt haben, vom täglichen Gebrauch, von den Funktionen, sind da ein paar Dinge, die Günni einfach nicht hat. Ja. Und wir sind ja nicht die Camper, die nur in den Ferien wegfahren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir sind ganzjährig unterwegs. Wir arbeiten auch in dem Wohnmobil. Mhm. Und da ist natürlich der Komfort, gerade die täglichen Geschichten, wie Bett machen, an die Schränke kommen und so weiter. Nicht noch gleich mal den Kopf etwas, anhauen. Genau, nochmal etwas ganz hinten, anderes, als wenn ich mich auf 6 Wochen Jahresurlaub beschränke. Ja, da können wir auch mal ehrlich sein, ja. Also ich fahre ja den gleichen Wagen, ich bin auch total begeistert. Wenn ich ehrlich bin, fährt ihn mein Vater mehr als ich. Ja, der hat mehr Zeit mittlerweile, der gibt alles schön an den Junior ab. Aber ist ein mega Auto, aber klar, jedes Auto hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ihr habt ja vorher keinen eigenen Camper gehabt. Nein. Richtig. Ja? Ihr habt die Erfahrung einfach nicht gehabt. Ja. Jetzt wisst ihr, wo ihr, sage ich mal, euch verändern möchte. Ja. Und da ist, denke ich, der Pepper auf Mercedes mit dem Hubbett, dass ihr, sage ich mal, noch eine Tochter oder wen auch immer mitnehmen könnt, die ideale Wahl. Ja, richtig. Definitiv. Ja. Er ist ein Ticken breiter, man hat einen richtig großen Tisch. Ja. Falls ihr uns noch nicht folgt, abonniert gerne mal den Kanal, weil da findet ihr auch für den Pepper ein passendes Video. Aber heute geht es nicht um den Pepper, heute geht es um euch und euer Fahrzeug, den Günni, weil den kann man demnächst kaufen. Richtig. So sieht's aus. Und drum wollen wir jetzt einfach mal so eine kleine Günni-Vorstellung machen, nenne ich sie jetzt. Gehen einmal außen rum, gehen einmal rein. Da ist wichtig, wenn wir reingehen, müssen wir die Schuhe ausziehen, weil da seid ihr einfach, wie ihr seid. Ja, und wollt ich halt vor allem. Ja, du. Sag ruhig pingelig. Pingelig, genau. Entschuldigung. Das ist mir jetzt nicht eingefallen. Pingelig. Aber so wurde das oder ist das Fahrzeug halt auch täglich behandelt worden und es ist halt wie aus dem Ei gepellt. Ihr seid jetzt, wie gesagt, für das Video hierher gefahren, daher ist er jetzt außen nicht aufpoliert. Aber für den, der so ein Auto oder das Auto, sage ich mal, kaufen kann oder wird, der bekommt eine Perle. Ja, absolut. Und zwar eine verfügbare mit Vollausstattung, weil der unser MAN-Projektfahrzeug kennt, das ist halt wirklich voll. Ja. Und ihr habt ihn einmal kopiert. Ja, genau. Inklusive Internet, der Tennis, wenn nämlich aufgefallen. Stimmt, bei dir hab ich nicht. Also der Wagen ist... Ja, genau. Dafür hast du die Stützen noch nicht. So, aber dann fangen wir doch vorne einmal an. Ja. Und zwar haben wir den MAN hier, den Vansation mit 180 PS, also der größten Motorisierung. Das Fahrerhaus ist ja in Yttrium Grau Metallic. Der Aufbau hinten ist in Campo Wohlungau. Da gehen wir auch gleich vorbei. Was ich mega finde, sind die 18 Zoll Delta. Ja. Ja, die haben wir jetzt auch bei dir dann endlich mal bekommen. War gar nicht so einfach. Ja. Ja, also erzähl mal, wie lange hast du darauf gewartet? 3 Monate. Ja, also allein und das ging schon schnell. Allein auf den Günni haben wir ja schon gewartet. Ja, der ging zwar auch schneller, aber Da haben wir auf dich damals gehört im Dezember, du hattest uns ja geraten. Genau. Wenn ihr schnell wegfahren wollt, dann holt euch den Günni. Genau, den Günni. Weil ursprünglich war ja geplant Box Live 630, Kastenwagen 4. Ja, aber bis der kommt, dauert noch ein bisschen. Aber darum geht es nicht. Das Coole ist halt, dass der Vansation hier, der Günni, alles drin hat. Ja. Und er ist, wie gesagt, es ist eine Perle. Er ist innen tippitoppi, auch außen kein Kratzer, nix.
und er steht halt da mit Vollausstattung. Das Besondere an den 18 Zoll Rädern ist, wir haben dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, das können wir auch verlinken, ja. Man hat ein ganz anderes Fahrgefühl. Genau, absolut. Ja? Man fährt die Räder mit weniger Luftdruck, der Wagen ist einfach nochmal komfortabler, er hat ein bisschen mehr Grip, auch auf einer nassen Wiese oder im Sand, man kommt hier definitiv raus. Ja. Die 17 Zoll MAN-Felgen sind auch nicht schlecht, braucht man nicht schlecht reden, absolut, ja. Aber gerade wenn man mal am LKW vorbeifährt, ich bin ja auch einer mit Bleifuß, ja, da kommt der Arsch dann halt schon ein bisschen. Und hier haben wir einen 255er Reifen, übrigens von der Firma Delta. Die Besitzerin der Firma heißt Loda, ja, und die haben einen eigenen Reifen entwickelt, den AT1 Alterra 1. Und der hat entsprechend die Achslasten, die man braucht, dass man das eben auch eingetragen bekommt. Ja. Darum hat er hier auch diese Lippe. Also eine sehr spannende Geschichte. Ich würde sagen, wir schauen einmal weiter. Das wichtigste Detail hast du vergessen. Okay. Es sieht einfach geil aus. Ja, stimmt, das sieht geil aus. Und was ich auch vergessen habe, 180 PS habe ich angesprochen, aber Automatikgetriebe ist es natürlich auch drin. Richtig. Ja, weil viele haben dann immer schöne Felgen und einen dicken Motor, aber irgendwo ist ein Haken und den gibt es hier tatsächlich nicht. Also der Wagen hat richtig viel Bums und fährt sich mit der 8-Gang-Wandlerautomatik in Kombination mit den Rädern und der Luftfederung auf der Hinterachse erstklassig. Ja. Ja, das ist eine Zweikreis-Luftfederung, heißt, man kann hinten links und rechts die Luftbälke unterschiedlich befüllen. Mhm. Auf der Seite hier links von hinten gesehen ist ja auch der Wassertank etc. Kannst gleich mal aufsperren. Ja. Heißt, da haben wir auch ein bisschen mehr Gewicht, sprich, da kann ich ein bisschen mehr Druck reinmachen und dadurch bekommt man ja einfach das beste Fahrgefühl auf die Straße. Da kann man auch ganz ehrlich sein, da hattest du am Anfang auch keine Erfahrung. Nein. Da hast du mich nämlich mal angerufen. Ich angerufen. Voller Panik. Voller Panik. Was war da nochmal, weil der Druck unterschiedlich war? Ja. Ja? Aber das sind dann eben genau die Fragen, für die wir auch da sind. Ja. Und mittlerweile habt ihr das ja auch ganz gut im Griff, glaube ich. Das war der Frostwächter. Ja, der Frostwächter auch. Es waren, ja, waren zwei Dinge, auf einmal der Frostwächter. Mal ehrlich sein, also ich habe heute auch ein neues Spielzeug bekommen mit unserer Firma, also Seppi und ich haben eine Firma, Won't Stop Media, könnt ihr auch direkt mal abchecken, da machen wir schöne Filme und Videos, hat nichts mit Wohnmobilen zu tun, also manchmal auch, aber da haben wir heute was Neues bekommen in Sachen Equipment und da war ich ja auch Kunde, ja, und völlig reizüberflutet, weil das waren so viele Informationen und im Vergleich zum Wohnmobil aber noch wenig. Ja. Und da bist du erstmal überfordert. Ja. Ja. Absolut, und da werde ich auch das ein oder andere Mal anrufen. Und das ist eben gerade bei uns bei Sunmobilcast das Besondere, weil wir halt erreichbar sind, uns drum kümmern. Ich gehe auch nicht immer ans Telefon, bin ich auch ehrlich, weil ich halt manchmal auch einfach nicht kann. Aber ich rufe zurück. Aber du meldest dich schnell zurück. Genau. Ich muss also was dazu sagen, bei Frostwächter war es so, haben wir dich um 7 Uhr morgens oder was, kurz vor 7. Ja. Kurz vor 7 und du hast innerhalb von 10 Minuten reagiert. Ja, also, perfekt. Das war echt beeindruckend. Sehr cool. Dann machen wir doch direkt weiter. Und zwar haben wir hier die innovative Servicebox, die war tatsächlich mal patentiert. Jetzt habe ich es selber falsch gemacht. Hier haben wir nämlich den Anschluss für den Wasserfilter. Den habt ihr noch gar nicht eingebaut. Sieht man mal, wie neu der Wagen ist. Ja. Heißt, man hat einen Trinkwasserfilter dabei, den man hier dann einsetzen kann. Wichtig, der muss in Pfeilrichtung eingesetzt werden, sonst läuft kein Wasser durch. Hier haben wir den Frischwassertank, den kann ich hier oben aufmachen und befüllen. Hier unten kann ich den Tank aufmachen für den Service, also zum Reinigen des Tanks oder zum Austauschen der Wasserpumpe. Hier gleich daneben ist die Entleerung. Hier steht auch unten Open und Closed. Also so kann ich den Tank jetzt aufmachen. Da ist noch ein bisschen Frischwasser drin. Ja. Und hier rechts daneben ist gleich der Grauwassertank, sprich da sammelt sich das Wasser aus den Spülbecken, Waschbecken und aus der Dusche. Ja, können wir auch aufmachen. Würde ich auch empfehlen, immer aufzulassen, außer man steht jetzt auf dem Camping- oder Stellplatz oder bei Sunmobilcars. Da sollte man den dann tatsächlich zumachen. Ja. Hier hinten ist der Frostwächter. Da gibt es auch ein schönes Gerd erklärt. Das ist praktisch, ja, wie der Name schon sagt, ein Frostwächter. Ein Sicherheitsventil für die Heizung / den Warmwasserboiler, dass der eben nicht kaputt geht. Und wenn beispielsweise die Heizung ausfällt, das Gas leer ist, öffnet sich der eben automatisch, damit kein Wasser im Boiler ist, das einfrieren kann. Richtig. Ja, und wenn man bei uns bei Sunmobilcars einen Wagen abholt, ist der aus Sicherheitsgründen eben immer offen, dass da kein Wasser drin steht. Und der war dann unglücklicherweise bei euch eben offen. Und wenn man dann sein Wasser auffüllt und den Wasserhahn aufmacht, dann läuft es nicht aus dem Wasserhahn raus, sondern unterm Fahrzeug. Genau, richtig. So, das waren jetzt viele Informationen, aber ist ja auch cool, weil viele haben auch wie ihr damals vielleicht keine Ahnung. Mhm. Ja? Und da kann sich ja der ein oder andere auch einen Mehrwert rausziehen. Ja, richtig. Ja. So, weiter geht's mit der Toilettenkassette. So, und zwar hier auch eine Besonderheit. Und zwar ist es die lange Version. Heißt, hier haben wir die Banktoilette verbaut. Die meisten Toilettenkassetten sind eben ein Stück kürzer. Dadurch geht da eben nicht so viel rein. Hier bei der Banktoilette, wie gesagt, beim MAN Ventilation hat man die Möglichkeit, ja, ein paar Geschäfte öfter zu erledigen. Und sonst hier auch noch die Möglichkeit, ja, den einen oder anderen Tab, also Chemie, sage ich mal, hier zu abzustellen. Aber ihr habt die, glaube ich, hinten in der Garage, oder? Genau, ja. Perfekt. Ja.
So, wir machen weiter. Hinterachse haben wir erklärt, wie gesagt, Luftfederung, natürlich auch die Delta-Räder. Stromanschluss ist auch am Start. Heißt, immer wenn man am Camping- oder Stellplatz ankommt, hat man hier die Möglichkeit, sich am Strom anzustecken, um dann auch beispielsweise eine Dachklimaanlage oder eine Kaffeemaschine oder einen Föhn zu betreiben. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, ihr seid voll autark. Richtig. Weil wir sprechen hier von einer Projektfahrzeugkopie namens Günni. Ja, daher kannst du gerne mal aufmachen. Dann zeigen wir mal das Technikfach. Dazu gibt es nämlich auch ein richtig geiles Erklärvideo. Das oh, ja. Vielleicht auch. Genau, mache ich gleich. Weil hier wurde alles umgebaut. Ja, weil so ein normaler MAN Vensation, der ist nicht schlecht, der ist auch schön und gut ausgestattet, aber hier ist alles drin, was man braucht. Ja, genau. Hier ist jetzt abgesperrt. Hast du ja auch einen Schlüssel? Ja. Und zwar Heck- bzw. Außendusche. Habe ich auch nicht. Ja, tatsächlich. Und zwar abschließbar, heißt man kann hier mit einem Bajonettverschluss seinen Duschschlauch anschließen, dann hier an aus, man hört es, Pumpe geht gleich an, warm, kalt und dann kann man sich hier draußen eben in Griechenland beispielsweise mal abduschen. Ja, oder vielleicht für den, der einen Hund hat, ja. Kann man den mal schnell abduschen oder ein Fahrrad, was weiß ich. Ja. Jo, das ist ein cooles Bike hier, Super 73. Free, genau. Ja. Da seid ihr glaube ich auch Partner. Ja, oder? Also auch mal wieder ein Mehrwert, wenn ihr ein E-Bike, ist ein E-Bike, oder? Ja. Wenn ihr ein E-Bike sucht, das ein bisschen ja, cooler aussieht, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, was das alles kann, aber es sieht nach Komfort aus. Passen auch drei rein übrigens. Die Garage ist auch schön groß. Echt? Drei ja, Stück? Drei Stück. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr da mehr Informationen braucht, bitte hier melden. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, weil ich kenne das, dann melden die sich alle, weil die alle dieses E-Bike haben wollen. Und ich habe keine Ahnung davon. Ja. So, die Klappe kann man einmal zu sich ziehen und dann nach oben, ganz vorsichtig, schwupp, ich gebe dir die einmal, Tanja. Und dann haben wir hier, ja, einmal alles, würde ich sagen. Also ich war letzte Woche sowieso auch bei WCS, Grüße gehen raus, in Goch, das ist an der holländischen Grenze. Das ist eine Manufaktur für Wohnmobiltechnik und da habt ihr einmal das große Paket gewählt. Heißt, wir haben 200 Watt Solar auf dem Dach, ja, schau mal her, Niklas. Wir haben den passenden Solarregler drin, MPPT. Ja. Wir haben hier den großen Wechselrichter, also die Kombi mit 2000 Watt Dauerleistung, 4500 Watt Spitze. Und dieses Gerät hat auch gleichzeitig ein 100 Ampere-Stunden Ladegerät für die Lithium-Akkus. Lithium-Akkus, man sieht es hier, die Kabel gehen hier in den Kasten, haben wir nämlich unter der Trittstufe versteckt. Haben wir hier zwei Stück an der Zahl. Wenn ich nicht falsch liege, 200 Ampere haben wir. Genau, 200 Ampere Lithium. Und hier den legendären Ladebooster, den es auch nur bei WCS gibt, den LBR60 nennt sich der, Rapid, heißt der lädt während der Fahrt mit 60 Ampere Ladestrom. Sonst haben wir hier recht übersichtlich die ganzen Sicherungen für Klima zum Beispiel, die 230 Volt Steckdosen und eben FI-Schalter. Der löst nicht aus, weil wir nicht am Strom sind. Und hier eben die Sicherung für die ganzen 12 Volt Geräte. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir einmal weiter auf die andere Seite. So, Niklas, wir gehen einmal weiter. Was ich aber noch zeigen wollte, Fold Expand Heckwand. Der eine oder andere kennt es, der eine oder andere nicht. Ich erkläre es einmal. Niklas, schau mal hier. Und zwar sind die Heckleuchten ja praktisch im Fahrzeugheck integriert. Heißt, wir haben eine abschließende ja, Kante und sorgt einfach dafür, dass der Wagen super kompakt bleibt. Wir haben eine Gesamtlänge von 6,89, genau. Der normale, der Fiat Vensation ist nämlich 6,96 und der hier, der MAN Vensation, ist 6,89 Meter lang. Und das geht eben auch nur deshalb, weil, wie gesagt, durch die Fold Expand Heckwand die Heckscheinwerfer hinten reingepresst werden und wir dadurch auch, finde ich persönlich, eine viel schönere Optik bekommen. Hier oben, Niklas, haben wir auch die Rückfahrkamera dabei. Wir schauen natürlich auch nochmal vorne ins Fahrerhaus rein. Sachen wie Radio, Navi, Rückfahrkamera, Apple, Android, CarPlay, alles Standard. Ja. Wir schauen weiter und zwar Heckgarage, andere Seite. Ja, gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Was mega praktisch ist, ihr habt es hier auch, die Kabeltrommel zum Beispiel aufgeräumt oder... Tanja, was habt ihr hier alles drin? Wir haben zum Beispiel die Lader von den E-Bikes. Die kann man nämlich dann da oben gleich schön laden. Da sind auch die entsprechenden Steckdosen. Wir haben da, ich sag mal, Liegen drin für ja. den Strand. Für euch, für zwei Personen? Absolut ausreichend. Wirklich? Ja, absolut. Ja. Also ich fahre ja meistens... Ich muss dazu sagen, wir haben zwei. Ihr habt zwei Steckdosen? Ja. Richtig. Ja. Okay, ja. Hätte mich ja gewundert, wenn nicht. Habe ich übrigens auch nicht. Für jedes eine. Ne? Ja, jeder hat seine eigene Steckdose. Da hätte ja auch einfach eine Kombi-Steckdose reinmachen können, aber egal. Okay. Fahrradhalter? Ja. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber Niklas, das musst du mal zeigen, ja. weil die Lösung hier, ich weiß nicht, ob die patentiert ist, aber ich finde sie genial. Sie ist glaube ich, patentiert. Und zwar von der Firma Bikeholder. Bikeholder.com, oder? Bikeholder.com. Ja. Das Geniale ist einfach, dass das, also die sagen von sich, wenn ein Wohnmobil eine Garage hat, kriegen wir jedes Rad dort rein. Egal welches. Das ist eine Aussage. Und das liegt daran, dass man diese Dinge überall verbauen kann. Man findet immer in jedem Wohnmobil etwas, wo man diese kleinen
so eine Dinge Leiste, hier, so eine Leiste anbringen kann. Und dann fehlt, braucht man eigentlich nur noch diesen Stab, den man auch hier nochmal sieht. Und dann wird es mit so einer Klemme am Fahrrad fixiert. Meistens am Lenker, manchmal aber auch hier unten an der Gabel. Und das Schöne ist, man bekommt gleich dazu noch dieses Set, weil man das nämlich dann aufräumen kann. Das zweite Bike ist, wie ihr seht, ja jetzt gerade nicht. Wie meinst du dieses Set? Also das hier ist ja nochmal das gleiche, wie das, was hier verbaut ist. Das verbindet man dann mit dem anderen? Nein, das kommt genauso wie da, ist auf der anderen Seite, da hinten auch verbaut. Ah, jetzt sieht man, da hinten sieht man den Metallwinkel an der Decke. Ja, okay. Und dann stellt man quasi das Rad seitenverkehrt. Verstanden, dann, wegen dem Lenker. Genau, nach hinten. Und das hält bombenfest. Das hält bombenfest und wenn man das Rad draußen hat, das ist wirklich fest. Dann räumt man das hier auf. Ja. Das heißt, das fliegt nicht irgendwo rum, sondern man hat das hier schön aufgeräumt. Ordentlich. Sieht schick aus. Man fixiert dann noch die Bremse mit diesem Gummi, sieht aus wie ein Haargummi. Ach, hier oben, guck mal. Genau. Ach so. Drum ist es auch so bombenfest. Genau. Ja. Und diese Bleche hier, die kommen dazu. Genau. Die Bleche, sind die zwingend erforderlich? Oder? Ich würde es schon machen. Ja. Ich weiß nicht, ob es zwingend ist, aber ich glaube einfach, dass die Räder stehen besser drin. Ne? Man hat einfach einen besseren Halt dadurch. Sicher sind die Räder übrigens auch verstaut, weil wir haben eine doppelt verriegelte Türe auf beiden Seiten mit Einhandbedienung. Und zwar auch mal hochwertig. Viele haben ja da überall Plasteelaste. Das von der Haptik her einfach ein bisschen schöner. Mhm. Da hatten wir am Anfang, wenn wir ehrlich sind, auch ein, zwei Probleme, glaube ich, bei euch, dass die nicht richtig zugehen. Ja. Aber das haben wir jetzt im Griff, glaube ich. Die hat ein bisschen geklemmt. Ja. Genau. Ja, es ist halt auch, Wohnmobil bewegt sich. Da haben wir jetzt alle unsere Erfahrungen gemacht. Aber er ist eingefahren. Ja. Kilometerstand aktuell? Knapp 15.000 müsst ihr jetzt haben. Wie viel? 15.000. 15.000, gut, meine hat schon 24, 25, dank meines Vaters. Grüße gehen raus. und dann schauen wir doch direkt weiter, oder? Ja. Gaskasten, 2x11 Kilo. Das Geile an der Geschichte ist, und das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Peri, dass die nebeneinander stehen. Ja, genau. Ja, heißt, wenn mal eine leer ist, kommt man halt relativ gut ran und kann die andere einfach austauschen. Und schau mal hier, Niklas, wir haben zwei Schläuche dran. Heißt, wir können zwei Flaschen anschließen. Wenn eine Flasche leer ist, schaltet das System automatisch um, und zwar hier oben, mit dem Dual Control. Hier sieht man jetzt die Nase und die springt dann automatisch um auf die andere und dann würde eben die andere leer gemacht werden. Das hier sind nochmal Gasfilter rechts und links, sprich die reinigen nochmal das Gas, bevor es ins Fahrzeug in die Anlage reingeht, damit wir eben den Gaskocher, die Heizung, den Kühlschrank vor schlechtem Gas schützen. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Mit dem Dual Control CS für Crash-Sensor, davon kann man halt auch während der Fahrt das Gas auflassen und kann den Kühlschrank beispielsweise betreiben, die Heizung etc. Ja. Und was halt auch cool ist, das Gas ist auf der richtigen Seite, man braucht keine hässliche Gasaußensteckdose und kann halt zum Beispiel einen Gasgrill einfach vor die Tür stellen. Ja, genau. Bevor ich es vergesse, ganz wichtig, Rahmenfenster sind ja beim MAN Vensation nicht Standard, hier beim Günni natürlich inklusive. Auch das Fenster auf der anderen Seite, weil dieses Fenster ist Standard, aber das Fenster hinten links ist nicht Standard, ist hier natürlich auch mit dabei. So, also mir fällt eigentlich nichts ein, was der Wagen nicht hat. Geht nämlich hier direkt weiter mit der Premium-Tür, heißt Fenster in der Türe, auch keine sichtbaren Scharniere, also alles schön glatt und schick. Und wenn ich jetzt die Türe aufmache, haben wir hier sieht man es, oben und unten eine ordentliche Metallverriegelung, auch wieder eine doppelte Abdichtung, eine an der Türe, eine im Rahmen und eben die klassische Knaustasche und den Regenschirmhalter von Knaus. Ja. Was zur Aufbautür natürlich dazugehört, ist ein Fliegenschutz, der Standard. Was nicht Standard ist und hier beim Günni inklusive, ist die Trittstufe elektrisch, fährt auch automatisch rein, sobald man Motor startet. Genau, und ich hätte jetzt angeboten, bevor wir einmal in den Aufbau schauen, schauen wir nochmal auf die Fahrerseite und zeigen den MAN. So, der Niklas hatte gerade einen guten Einwand, daher starten wir jetzt tatsächlich hier, so wie ich es vorgeschlagen habe, und zwar mit den Fahrerhaussitzen, original MAN, die Camper Freaks, Tanja und Peri haben natürlich nochmal einen Überzug drunter, die Sitze sind praktisch neu, also unbenutzt kann man sagen, ihr habt die eigentlich nach Abholung direkt reingelegt, kann ich mich sogar noch daran erinnern. Und wenn du mal hier guckst, das ist halt das Geile bei den MAN-Sitzen. Du hast eine Höhenverstellung, klar, hat ein Fiat auch. Aber von der Bedienung, wie die sich verstellen lässt, das ist schon Weltklasse. Auch hier mit dem Sitzkissen vorne, Höhenverstellung. Mei, das macht natürlich jeder anders. Aber auch die Lordose, das hat halt ein Fiat, wie gesagt, nicht. Und ich bin selber schon bis nach Portugal gefahren in kürzester Zeit. Und das hätte ich, glaube ich, auch nicht ausgehalten, wenn der Wagen nicht komfortabel wäre. Ja. Bevor wir gleich einmal außen rum schauen, noch ganz kurz, wir haben hier die Remis Verdunklung drin an Fahrer- und Beifahrertüre. Hier für die Frontscheibe gibt es auch eine Lösung, die ist noch nicht so integriert, aber funktioniert auch gut. Kann man mal zu euch. Wir haben sie nicht. Ihr habt, ist sie nicht drin? Nein. Fehlt oder was? Ja.
Dann kriegt er gleich eine mit von mir. Ja. Gerne, aber wir haben sie gar nicht gebraucht, weil hinten haben wir ja eine Gardine, die wir zuziehen können. Ja. Für uns jetzt. Also perfekt. Also ich bin ehrlich, ich hatte ja die Nummer 1, ja, also den allerersten MAN. Bei mir war es auch nicht drin. Ich habe es jetzt drin, weil mein Vater hat ein bisschen Druck gemacht und irgendwann kamen jetzt die Nachrüstsätze. Aber ich brauche es auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Also MAN ist ja mit Knaus und Remis dabei, hier so eine Lösung hier zu entwickeln. Die soll jetzt ab Quartal 1, 23 angeblich auch zum Nachrüsten ausgeliefert werden. Stand jetzt, wie gesagt, an den Seitenscheiben standardmäßig drin und ihr habt ja hier auch schon diese Magnete. Die Leisten sind ja schon montiert, ihr braucht praktisch nur noch das Plissé. Wenn ich eins da habe, kriegt ihr das gleich mit. Genau. Dann natürlich MAN, Lenkrad, Multifunktion, Automatik, Radionavi, Rückfahrkamera. Schauen wir gleich nochmal zu. Das hier ist nochmal der Schalter für den Ladebooster. Den haben wir ja hinten gezeigt. Heißt, wenn ihr während der Fahrt 60 Ampere Ladestrom wollt, ja, einfach einschalten. Genau. Dann gucken wir noch einmal außen rum. Fahrzeugfarbe haben wir ja vorhin angesprochen. Idrium Grau Metallic. Schwarzer Kühlergrill. Da gibt es jetzt übrigens demnächst auch was zum Nachrüsten. Das wäre vielleicht auch was für dich, Perry. Mhm. Gibt es A für MAN, B aber natürlich auch für Mercedes. Habt ihr ja gesehen auf der Messe. Bei Mainzberg heißt es Own. Mhm. Das ist diese neue Frontmaske. Soll auch für ein MAN kommen, nennt sich dann Kaser. Ja? Also spannend. Und da muss ich auch mal wieder Respekt sagen zu Knaus und Mainzberg, gerade in der schweren Zeit, wo keiner wirklich was anbietet oder liefern kann, entwickeln die ihre Produkte weiter. Ja. Wichtiges Merkmal, der MAN Vensation ist niedriger als der Fiat Vensation. Also wir haben hier ein Fahrzeug mit 2,20 Meter Breite, 6,89 Gesamtlänge und Höhe ist glaube ich 2,87. Also der Wagen ist unter 3 Meter, selbst unter 2,90 Meter. Oder? Ja. So, dann schauen wir einmal weiter. Und zwar hat der Niklas vorhin auch noch angesprochen, hatte ich nämlich auch vergessen, bin ich ganz ehrlich. Und zwar die Markise ist natürlich Standard beim MAN Vensation. Und zwar in diesem Anthrazitgrau, wie auch immer, das Tuch ist auch in so einem Mausgrau. Habt ihr die Markise oft benutzt? Nein, noch nie. Okay. Genauso wie ich. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich bin einer, ich weiß nicht, ob ich der typische Camper bin, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin immer einer, ich fahre sehr spontan. Und wenn ich fahre, fahre ich meistens auch viel. Ich genieße den Fahrkomfort und den Schlafkomfort. Mhm. Wirklich kochen drin, leben drin, bin ich jetzt nicht. Ja? Aber das ist eben genau das, was ich an dem Auto so toll finde. Die Abmessung, man kommt gut vorwärts und auch bei schlechtem Wetter, man kann sich umziehen, man kann sich aufhalten und das ist mir wichtig. Ja, genau. So, bevor wir jetzt reinschauen, Niklas, schauen wir hier oben. Bei meinem sieht man die Antenne. Die ist nämlich bei jedem MAN Vensation standardmäßig dabei von Oyster mit einem 65er Spiegel, vollautomatisch, inklusive Twin-LMB, heißt Fernseher vorne und Fernseher hinten. Ja. Hast du auch drin, oder? Ja, wir haben auch hinten. Habe ich übrigens auch nicht. Also langsam kriege ich Komplexe. So, dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich drin. So, wir haben es uns jetzt nochmal gemütlich gemacht. Ja, ich auf dem Fahrrad, der Niklas auf dem Beifahrersitz. MAN Vensation, schau mal drauf. MAN TGE, wie gesagt, Multifunktionslenkrad mit Tempomat und allen Furz- und Feuerstein, also volle Hütte. Radio, Navi, Rückfahrkamera, Automatik, 8-Gang, Wandlergetriebe. Mei, Sitzheizung hat er nicht. Brauche ich aber nicht. Also habe ich auch nicht drin. Und ganz ehrlich, ich fahre eh, wenn es schön ist. Und selbst im Winter hat der Wagen ja eine Truma-Kombi 6 Standheizung. Heißt, kalt wird es mir auf jeden Fall nicht. Und ich kann die Heizung ja auch fernsteuern. Und zwar mit der Truma Einet-Box, die dieses Modell 2022 noch dabei hat. Weil die ganz neuen Modelle 2023, ja, die werden schon ein bisschen abgespeckt, weil Truma tatsächlich die Einet-Box aktuell nicht liefern kann. Ja, heißt, das aktuelle Modell 23 hat die gar nicht mehr. Hier haben wir aber auch, wie beim neuen Modell, die Luftfederung, Zweikreis Luftfederung auf der Hinterachse. Der Perry fährt den schön mit 3 Bar, ein bisschen strammer. Genau. Ich fahre so mit 2, 2,5, aber ja, ist völlig okay. Ich überlege gerade, was zeigen wir. Hier oben haben wir noch das Ausstellfenster in der Hutze mit Verdunklung und Fliegenschutz. Ich kann das ja gerade mal öffnen, weil das ist eben auch das Schöne, dass man dann hier ein schönes Raumgefühl einfach durch die Lichtquellen hat. Niklas, guck mal hierher. Ja, nämlich direkt hier weiter. Mit dem Bedienpanel, und zwar haben wir hier einmal das Knaus-Bedienpanel, wo jetzt die Wasserpumpe beispielsweise eingeschaltet ist. Die mache ich jetzt gerade mal aus. Hier unten haben wir die ganzen Lichtschalter. Die mache ich jetzt einmal an. So, und dann haben wir hier oben, guck mal, die Heizungssteuerung. Also das CP+-Bedienpanel heißt, hier kann ich raufgehen und einstellen 12 oder beispielsweise 16 Grad. Man kann einstellen 18 Uhr Heizung an, 19 Uhr Heizung aus. Und das ist wirklich der Traum für jeden, der autark stehen möchte, und zwar das WCS Kombi-Instrument. Heißt, das ist der Wechselrichter und gleichzeitiges Ladegerät. Das kann ich jetzt hier einschalten auf 1. Ich sehe jetzt, die Batteriespannung ist auf 13,6 Volt, also wunderbar. Sprich, ich kann jetzt hier in die Steckdose meinen Föhn, meinen
ja, Laptop oder mein E-Bike anstecken, Kaffeemaschine, whatever. Und egal, wo ich stehe, ich brauche keinen Landstrom. Ja. Und das Geile ist eben, immer wenn ich fahre, wird die Batterie mit 60 Ampere im besten Fall nachgeladen. Und zwar durch einen Ladebooster. Und auch wenn ich mal 2 Wochen am Campingplatz oder am Stellplatz oder einfach in der Pampa stehe und es scheint die Sonne, wird durch die Solaranlage eben die Batterie immer vollgeladen. Und zur Solaranlage kann man auch noch was sagen, weil viele haben eine Solaranlage und viele verkaufen eine. Aber man muss immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Es gibt gute und schlechte Solaranlagen. Die Camperfreaks haben genauso wie ich die beste Solaranlage drauf, die es aktuell gibt, und zwar die Schindelmodule von WCS. Schindelmodul ist einfach der Name für diese Technologie, und zwar ist damit gemeint, dass es kein Modul gibt, das mehr Zellen auf einer Solarplatte hat als ein Schindelmodul. Also das ist die maximale Power. Ihr habt 200 Watt drauf und jedes Modul bringt in der Spitze 50 Volt. Und da hat man eben den Vorteil, dass auch bei Teilbeschattung, weil auf dem Stell- oder Campingplatz oder egal wo man steht meistens gerne im Schatten, muss das Modul ja auch noch funktionieren. Und das können die meisten Standardmodule eben nicht. Ja, dieses Auto hat einen entsprechenden Wert. Also hier wurde einiges investiert in Sonderausstattung. 18 Zoll Felgen, Solar, Ladebooster, Wechselrichter. Also das Ding hat alles drin, aber dazu später nochmal mehr. Wir machen weiter, und zwar mit der Küche. Habt ihr schon mal drin gekocht? Ja. Ja? Das habe ich nämlich noch nicht. Ja. Zweimal, okay. Was gab's? Ja? Eier. Aus dem Omnia-Grill, ja? Okay. Sozusagen. Ja, ja. Eier, Omelette, ja. Auflauf. Stimmt, du bist ja hier die Kochkönigin. Ja, genau. Ja, also die Tanja auf Instagram müsst ihr mal abchecken, die kann kochen, hey, ohne Spaß. Also da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Am besten hat mir das Foto gefallen mit der Pasta hier, mit, sag schon. Was war das? Pesto. Ah, Pesto-Pasta. Die ja, die Pesto. Vom Balkon war das. Ja, vielleicht. Ich dachte, die Torten wären es gewesen bei dir. Aber gut. Ich bin nicht so der Süße. Also ab und zu mal, aber. So, weiter geht's. Schublade, ja, also richtet jeder anders ein. Brauchen wir jetzt eigentlich im Detail auch nicht zeigen. Haben wir, ja, bei mir glaube ich auch und in jedem anderen MAN-Video schon 100-mal gezeigt. Also da verlinken wir auch nochmal zum Kroatien-Vlog, weil da ist in 40 Minuten jede Klappe auseinandergenommen worden. Hier seht ihr hinten, also auch mit Camper Freaks Kissen. Ich weiß nicht, ob das dabei ist, aber würden wir dazulegen, alles klar. Und warte mal, ich lasse dich einmal vorbeischauen. Pass auf, ich gehe nämlich jetzt mal ins Bad. Das Geile ist nämlich hier Schiebetür. Ja? Und dann zeigst du einmal bitte den Fernseher hinten. Ja? Den habe nämlich ich auch nicht drin. Und hier haben wir einen schönen Smart TV, ist das, oder? Ja. Genau, Smart TV heißt YouTube, Netflix, Amazon Prime, kann man alles nutzen. Auch wenn du mal auf der anderen Seite jetzt hier das Fenster nochmal zeigst, das haben wir jetzt vorhin außen vergessen. Also auf beiden Seiten, links und rechts im Bett, im Schlafbereich, haben wir, wie gesagt, die Fenster. Und wie schaut es mit dem Stauraum aus? Oh, reicht. Also reicht. Dadurch, dass man die zwei unteren Schränke hat, ja. Da steht der Niklas jetzt davor, genau. Weil die sind ja sehr, sehr groß. Jetzt zeig mal kurz, Niklas, man kann jetzt hier unten die Türen, die Klappen kann man hier links und rechts aufmachen. Ja, also da kann man, wie gesagt, genug Sachen reinmachen. Man könnte das hier, wenn dieses Brett draußen ist, das kann man nämlich auch rausnehmen, ja. Kann man diese seitlichen Matratzenteile auch hochklappen und kommt dann nochmal einfacher von oben eben an seinen Stauraum. Genau, Klo können wir auch nochmal zeigen. Wie gesagt, die Banktoilette verbaut. Sprich, man hat auch da einen größeren Toilettentank, haben wir ja gezeigt. Und auch hier der Fußbereich unten ist schön groß. Also da kann man halt auch mal wie ein Mensch da sitzen und nicht wie so ein, ja, weiß ich nie was. Okay, Schiebetür, ich habe es angesprochen, mega praktisch, weil die Türe, das ist der einzige Nachteil, der mir jetzt beim Pepper einfallen würde, ist nicht ideal. Und sonst hier oben Dachklimaanlage natürlich am Start. Sprich auch ja, bei 30 oder 40 Grad in Griechenland oder wo auch immer, auf jeden Fall top. Ja, also könnte ich nicht ohne. Ja. Wir sind ja froh, dass wir da haben. Ja. Wir müssen ja arbeiten drin und das ist genau der Punkt. Ich habe in Griechenland gearbeitet bei 40 Grad und das war mit der Klimaanlage absolut gut, auch relativ geräuschlos. Ja. Wenn man Videocalls hat, okay, also ist das natürlich wichtig. Da muss man ehrlich sein, jeder hat ein anderes Gefühl für Geräusche. Ja. Die ist nicht mega laut, aber auch nicht komplett silent. Ja. Ja. Also mich, aber hat sie nicht mich stört die auch nicht. Mhm. Genau. Was ich noch mega finde, sind die Polster und auch hier gerade diese Lordosenstütze. Die ist im Vergleich zu den alten Modellen bei Knaus auf jeden Fall nochmal dicker geworden. Also da sitzt man auch wirklich gemütlich. Ja. Ja, weil ihr sitzt wahrscheinlich auch immer einer so. Ja, genau. Und dann ist es eine gemarkte Wiesen, oder? Wie sagst du immer, Niklas? Gemarkte Wiesen. Gemarkte Wiesen. Ja. Fernseher, ja. 27 Zoll LED-TV, auch wieder Smart-Funktion, heißt für einen vorne Fußball, für den anderen hinten ja Formel 1 oder weiß ich nicht.
und dann kann es losgehen. So, wir sind einmal alles durch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin auf jeden Fall gefallen. Unten in der Infobox findet ihr nochmal alle Links, einmal zu den Camper Freaks, sprich YouTube, Instagram, aber auch zu meinem Vorstellungsvideo vom MAN Vensation. Da machen wir, wie gesagt, jede Klappe auf, könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Die Autos vom Grundriss her sind ja alle gleich. Ihr habt gesehen, wie das Auto hier penibelst, ja, behandelt und gepflegt wird. Also da gibt es nichts zu meckern. Was, denke ich, für euch da draußen noch eine wichtige Frage ist, wann man den Wagen abholen kann, ja, oder ab wann man ihn haben kann und was er natürlich kostet. Wenn ihr oder du nichts dagegen habt, dann können wir auch gerne die Kontaktdaten von euch unten reinschreiben, ja, weil es ist ja euer Camper, ja, und heißt, ihr könnt direkt zu den Camperfreaks Kontakt aufnehmen, E-Mail, WhatsApp, Telefon, einfach mal, wie gesagt, anrufen und dann könnt ihr ja, ja, ins Gespräch kommen. Ja, vom Preis her, der Wagen ist ja volle Hütte. Ja. Also wir haben ja jetzt gezeigt, was er hat und kann. Und er ist eben verfügbar, wenn man jetzt beispielsweise allein den MAN Vensation in der SMC Edition bestellt. Heißt 180 PS Automatik, die Rahmenfenster bei, Fenster hinten links, Dual Control, Premium Tür und Drittstufe, sprich ohne Delta-Felgen, ohne Autark-Paket, ohne Fernseher, ohne Außendusche, ohne Lithium, ohne den ganzen Käse, sprechen wir schon von 90.000 Euro. Mhm. Ja? Ja. Und ihr habt ja jetzt nochmal Sonderausstattung, allein dieser Lithium- und Autark-Umbau ist ja irgendwo 14.000 Euro wert, die Räder kosten auch irgendwo um die 3,8. Also ja. Listenpreis sprechen wir irgendwo von 120.000 Euro, die ja auch wert ist. Ja. Ja? Er hat jetzt ein paar Kilometer drauf, aber noch nicht zu viel, ist gerade mal eingefahren. Ihr wart auch, muss man ehrlich sein, schon ein, zwei Mal bei uns in der Werkstatt. Ein paar Garantiesachen gibt es immer. Ja. Ja. Aber das ist eben gerade das Coole, weil man, wie gesagt, zeitnah einen Wagen hat, der alles drin hat und wo, sage ich mal, auch alles erledigt ist, richtig, wo man problemlos losfahren und starten kann. Preislich startet ihr irgendwo um die 105, hast du mir gesagt? 105.000 Euro. Genau. Jetzt haben wir halt eine kleine Challenge und zwar wollen die Camper Freaks im Oktober. Richtig, ja. Ende Oktober, sage ich jetzt mal, nach Portugal fahren, ja, zu den großen Wellen. Ja. Richtig. Ja. an die Algarve. Ja. Ja. Und im besten Fall habt ihr den Camper dann nicht mehr und ihr da draußen oder du da draußen hast ihn. Ja. Mhm. Ja. Da müssen wir oder muss ich mich, sage ich mal, um eine Lösung, um eine Alternative kümmern. Im besten Fall der Pepper auf Mercedes. Grüße gehen raus an Weinsberg. Vielleicht könnt ihr ja was möglich machen. Ja. Ja. Wenn nicht, müssen wir eine andere Lösung finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kriegt man ihn noch im Neuzustand, ja, für 105. Richtig. Ja. Im schlechteren Fall, können wir dann auch gerne nochmal ein Update rausgeben, kriegt er ihn halt ein bisschen günstiger. Ja. Dafür hat er aber auch ein paar Kilometer mehr. Ich kann von meinem Trip berichten, ich habe rund 7000 Kilometer gebraucht für Portugal hin und zurück, ein bisschen spazieren fahren. Sprich, dann sind wir irgendwo bei 25.000. Ja. Ja. Daher meine Empfehlung, jetzt zuschlagen, jetzt eine Entscheidung treffen und Kontakt aufnehmen. Genau. Richtig. Und ich würde sagen, wir bedanken uns. LKA heißt es bei uns, ja, beim Gerd und mir. Liken, kommentieren, abonnieren. Schreibt gerne mal drunter, wie euch der Wagen gefallen hat. Und dann freue ich mich natürlich, wenn der Wagen bald einen neuen Besitzer findet und wir uns bei der Pepper-Übergabe spätestens wiedersehen. Ja, wir uns freuen. Danke, Peri. Danke dir. Ja, Tanja, ja. Ich freue mich und wünsche euch einen schönen Tag.